Hallo Leute, heute möchte ich mal mit euch über das Thema Positivität und positive Ausstrahlung sprechen, denn ich wurde darum gebeten, mal ein Video darüber zu machen, wie ich ja dazu gekommen bin, positiv zu denken. Und das möchte ich euch erzählen und ich habe auch ein paar Tipps für euch, wie ihr ein bisschen optimistischer werden könnt. Also zum einen ist es so, dass wir Pessimismus tatsächlich lernen. Also wir lernen es von unseren Eltern, wir lernen es von unserem Umfeld. Und wir lernen durch unsere eigenen Erfahrungen. Das heißt, wenn wir sehr, sehr viel Schlechtes erlebt haben, ist es halt auch wahrscheinlicher, dass wir negativer in die Zukunft schauen, als wenn wir nur Positives erlebt haben. Aber ich glaube, niemand ist davor gefeit, nichts Negatives zu erleben. Also jeder erlebt negative Dinge und es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben. Unser Leben geht nie nur so, sondern es verläuft immer in Wellen. Es wird immer schlechte Zeiten geben und gute Zeiten. Und ja, genauso wie es den Tag gibt und die Nacht, so gibt es auch Gut und Böse und so gibt es auch schöne Momente und schlechte Momente. Und es gibt einfach niemanden, bei dem alles zu 100% schon immer glatt gelaufen ist. Ja, und was ich mit dem Umfeld meine, ist einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Büro kommt und jeder nörgelt, ja, jeder sagt Dinge wie, oh, das Wetter ist schon wieder so schlecht und oh, jetzt scheint die Sonne jetzt total warm, aber Mist, ich muss arbeiten und puh und ach, wieso ist alles kacke in meinem Leben und so weiter. Dann ist es einfach so, dass ihr durch dieses Umfeld da so ein bisschen drauf konditioniert werdet, dass das normal ist. Dass das normale Verhalten ist, zu nörgeln und negativ zu denken und Dinge zu sagen wie, ja, das klappt doch eh nicht und so weiter. Und das sind unter anderem auch Glaubenssätze. Ja, das klappt eh nicht. Und ach, so wie ich mich kenne, geht das doch eh schief und so weiter. Achtet vielleicht mal darauf, wie es bei euch auf der Arbeit so ist. Was sagen die Leute da? Und lasst ihr euch dann auch verleiten, da mitzureden? Sagt ihr dann auch so Dinge wie, puh, oh, alles so anstrengend und oh, alles doof und... Ja, man gewöhnt sich da relativ schnell dran, erstaunlicherweise. Ich habe mir angewöhnt, es nicht mehr zu machen, zumindest nicht so oft. Ich meine, klar, jeder macht es mal und jeder sagt mal solche Dinge. Das ist ganz normal. Wenn ihr mögt, dann schaut mal auf der Seite von Gedankentanken. Da gibt es einen Beitrag von Tobias Beck und da geht es genau um diese Leute, um die sogenannten Bewohner, die ständig nur nörgeln und alles negativ sehen. Ist sehr, sehr lustig und und falls man selbst ein Bewohner ist, dann fühlt man sich da vielleicht ein bisschen angegriffen, aber generell ist es sehr, 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 sehr lustig und ich glaube, wir alle kennen diese Menschen, die schon morgens ins Büro kommen und einfach total schlecht gelaunt sind und einfach eine miese Stimmung verbreiten. Das machen sie unter anderem deshalb, weil man dadurch auch Aufmerksamkeit bekommt, ja? Und das ist so tricky daran, dass wenn wir nörgeln, dann bekommen wir Aufmerksamkeit. Wenn es uns schlecht geht, bekommen wir Aufmerksamkeit. So, und das speichern wir in uns ab als, okay, ich brauche Aufmerksamkeit, also nörgle ich, also beschwere ich mich. Und nur dann, wenn ich einen Wasserrohrbruch hatte und meine Katze gestorben ist und dies und das, nur dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Aber nicht dann, wenn ich sage, oh, es ist schön, das Wetter ist so toll und heute wird ein toller Tag, es wird alles schön werden. Ja, komisch, das ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft geht irgendwie immer mehr auf die negativen Dinge ein. Wenn dir was Schlechtes passiert ist, dann heißt es direkt, oh mein Gott, erzähl doch mal, du Arme und so weiter. Und ja, aber es ist einfach so, dass positives Denken und positiv zu sein viel, viel gesünder ist für den Körper, ja. Wenn wir ständig schlecht drauf sind und genervt, dann schüttet unser Körper eben Stresshormone aus und das macht uns auf Dauer krank. Das ist einfach so. Deswegen ist positives Denken nicht nur für euer Umfeld schön, sondern auch für euch selbst und für euren Körper. Und natürlich auch einfach fürs gesamte Wohlbefinden, ja. Wenn wir positiv denken, sind wir einfach glücklicher. Und ja, ich habe das auch nicht schon immer gehabt. Ich war auch eine Zeit lang negativ. Ich war früher ein totaler Bewohner, glaube ich. Vor allem damals noch, als ich im Büro gearbeitet habe, da war ich ein übelster Bewohner, weil es aber auch lustig war zu nörgeln. Es war lustig, negativ zu denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich war dann mit einer Kollegin zusammen und wir haben natürlich ständig gelästert über andere, haben uns dann, weil das unsere einzige Freude war, und waren so total negativ und nur so, oh nee, jetzt ist der Arbeitstag schon wieder so lang und ich habe keine Lust und und das Problem ist, man steigert sich da rein. Man steigert sich da richtig rein in dieses Nicht-Wollen. Ich will nicht und habe keinen Bock und alles scheiße. Und ja, ich bin damals mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Mein Leben hat sich ja wirklich sehr stark geändert, seit ich Flugbegleiterin geworden bin. Und das habe ich bestimmt auch schon tausendmal jetzt gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Seit ich einen Job mache, der mir Spaß macht,
habe ich erkannt, dass es so viel Tolles im Leben gibt. Es gibt so, so, so viele schöne Dinge. Und es heißt jetzt nicht, dass jeder seinen Job wechseln muss. Ich denke, das ist einfach eine Einstellungssache, ja? Wir sollten unsere Einstellung ändern. An jedem Job, alles, was wir tun, gibt es positive Seiten. Und es gibt positive Dinge, es gibt schöne Sachen, die wir erleben. Und wenn es nicht im Job ist, dann im Privaten. Aber der Punkt ist einfach, es kommt darauf an, worauf wir den Fokus legen, ja? Als ich mit meiner Kollegin nur genörgelt habe, habe ich natürlich den Fokus nur auf negative Dinge gelegt, weil sobald wieder was Negatives passiert ist, konnte ich sagen, oh, na siehst du, jetzt hat der Kollege da wieder genervt und typisch und so, ne? Und ja, mittlerweile lege ich den Fokus auf die positiven Dinge und versuche das bei Menschen sowie auch bei Situationen. Also jeder Mensch kann uns entweder auch nerven oder wir versuchen auf seine positiven Aspekte zu schauen. Und genauso mache ich es auch bei Situationen, ja, wenn was blöd läuft, ich switche direkt um in diesen Modus, was könnte daran gut sein? Was ist positiv daran? Hat es vielleicht einen Grund, dass das und das passiert? Und ja, damit fahre ich ehrlich gesagt ganz gut, das macht auch Spaß und irgendwie gewöhnt man sich eben daran. Also ich habe mich daran gewöhnt und so wie wir uns an Nörgeln gewöhnen und an Negativität, können wir uns auch an Positivität gewöhnen und an generelles positives Denken. Ich habe ja vorhin kurz die Glaubenssätze erwähnt. Glaubenssätze sind auch sowas ganz, ganz Wichtiges und ja, vielleicht denkt ihr jetzt, ihr habt sowas nicht, aber jeder hat sowas. Jeder von uns hat Glaubenssätze. Das sind Dinge wie, man macht das nicht, man macht dies und das nicht oder das muss so sein, das hat man schon immer so gemacht, das soll so sein und so weiter. Und negative Glaubenssätze können natürlich von Erlebnissen kommen, aber die kommen eben auch von unserem Umfeld. Negative Glaubenssätze kommen auch von unseren Eltern zum Beispiel. Ja, wenn unsere Eltern sagen, ah, das wird doch eh nichts, reich werden wir in diesem Leben eh nicht mehr und sowieso alles total sinnlos und ach, und die Politiker sind ja auch alle scheiße und es geht eh alles den Bach runter, dann werden wir diese Stimmung und diese Glaubenssätze irgendwie übernehmen. Und es ist dann nicht so leicht, ehrlich gesagt, da rauszukommen. Also, und oft sind wir in so einer negativen Spirale und merken gar nicht, dass wir in diesen negativen Glaubenssätzen stecken. Ja? Aber das kann man eben auch trainieren. Und zwar könnt ihr das dadurch trainieren, indem ihr die negativen Glaubenssätze durch positive ersetzt. Nehmen wir zum Beispiel mal den Glaubenssatz, das schaffe ich eh nie, weil ich noch nie was geschafft habe. Weil eh nie irgendwas klappt. Ja, es geht sowieso in die Hose. Jetzt bringt es natürlich nichts, wenn wir den Glaubenssatz einfach so ersetzen und uns einreden, hey, alles wird toll, weil das glauben wir dann selber gar nicht so wirklich, ne? Also, am besten ist es, wenn ihr euch mal hinsetzt und überlegt, okay, wann habe ich in meinem Leben mal was geschafft? Und wir alle haben in unserem Leben schon mal was geschafft, ja? Jeder einzelne von uns. Es gibt niemanden, der noch nichts geschafft hat, ja? Ihr habt zum Beispiel den Kindergarten geschafft, ihr habt es geschafft, laufen zu lernen. Und als ihr ganz, ganz klein wart und laufen gelernt habt, da seid ihr bestimmt ganz, ganz, ganz oft hingefallen. Ganz, ganz oft. Aber ihr habt trotzdem weitergemacht. Ihr habt euch nicht entmutigen lassen. Und ja, weil ihr es unbedingt wolltet. Und damals haben wir auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Da haben wir nicht gedacht, oh, ich schaffe das eh nie, ich bleib jetzt einfach sitzen und krabbel weiter. Mm-mm. Das haben wir nicht gedacht. Wir waren mutig, wir haben gedacht, hey, wir wollen das. Unsere Neugier und unser Wissensdrang hat uns einfach dazu gebracht, laufen zu lernen. Und ja, und wir sind immer wieder aufgestanden. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den man nehmen kann, ja. Damals waren wir mutig, damals haben wir was geschafft. Und ja, also schreibt euch vielleicht mal alle Beispiele auf, die euch so einfallen, wann ihr etwas geschafft habt. Und das kann auch noch so klein sein. Das kann die letzte Mathearbeit sein, das kann auch die Mathearbeit von vor 5 Jahren sein, die ihr mal gut bestanden habt, ja. Das ist ganz egal. Und dann werdet ihr merken, okay, irgendwie stimmt der Glaubenssatz gar nicht so, ne. Also es ist nicht so, dass ich nie was schaffe, sondern ich habe schon mal was geschafft. Und dann kann man den Glaubenssatz umstellen in, es wird alles gut und ich schaffe das, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ihr so denkt, wenn ihr euch aneignet, negative Glaubenssätze durch positive zu ersetzen, dann werdet ihr nach und nach positiver denken und ihr gewöhnt euch dran, ihr gewöhnt euch langsam an diesen positiven Zustand. Das ist halt tatsächlich so, wenn wir immer nur nörgeln, dann sind wir in einem negativen Zustand oder wenn wir immer nur schlecht denken, sind wir in diesem negativen Zustand und wir gewöhnen uns daran, wir kennen das dann nicht anders. Aber wenn wir uns mal daran gewöhnt haben, immer positiv zu sein, dann ist es eher seltsam, wenn es einmal schlecht geht. Und ich weiß, ich habe das total festgestellt bei mir. Mir geht es sehr, sehr selten schlecht.
Und wenn es mir schlecht geht, versuche ich mich immer ganz schnell da wieder rauszuziehen, weil ich, ja, ich habe mich so an diesen natürlichen Glückszustand gewöhnt, dass ich es gar nicht einsehe, schlecht drauf zu sein. Und deswegen ist es wirklich so eine Trainingssache und am Anfang halt total ungewohnt. Wenn man relativ pessimistisch ist, ist es sehr, sehr ungewohnt, auf einmal positiv zu denken und optimistisch zu sein. Ich finde zum Beispiel auch ein ganz, ganz toller Glaubenssatz ist der, alles wird gut. Und das ist auch so wie so ein kleines Mantra für mich, alles wird gut. Egal was passiert, ich denke mir, alles wird gut. Und es wird auch alles gut. Und es gibt ja auch diesen tollen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ja, viele werden dieses Video jetzt vielleicht sehen und sagen, oh, naja, toll, nur weil ich mir jetzt einrede, ich kann das schaffen, heißt das ja nicht, dass ich es schaffe, oder? Und dann fliege ich trotzdem wieder auf die Fresse und schaff's nicht. Ja, super. Und da gibt's auch ein ganz tolles Zitat von Henry Ford und damit möchte ich das jetzt hier abschließen. Und zwar heißt es, ob du denkst, du kannst es oder nicht, du wirst immer recht haben. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Also, wir sollten an uns glauben, positive Glaubenssätze entwickeln und somit auch ein positives Denken. Denn am Ende wird alles gut. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.